Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 3. Neben mir der Lukas alias Evil Earth Entertainment. Und neben mir der Leo alias Len16. Das ist richtig, ich habe schnell noch mein Kaugummi aus dem Mund genommen. Du hast ein Kaugummi? Ich habe ein Kaudummi. Kaudummi. Radunner, geht um, Kaudummi. Das ist auch so ein Fetisch, Kaudummi. Oh, ich werde jetzt keine Thesen aufstellen, was das bedeuten könnte. Was? Kein Tresen? Keine Thesen? Oh Gott. Keine Hypo- oder Hyperthesen. Über Schwein springen, schade. Fast. Wir müssen nämlich zurück nach Davenport. Ah, das ist, du hast gerade nicht Bock springen, sondern Schwein springen gemacht. Oder ja, wolltest? Genau. Ah, okay. Ja, ja, also so. Das ist, wenn man, so, man kann also im übertragenen Sinne, wenn man keinen Bock hat, dann macht man Bock springen. Mhm. Wenn man Schwein hat, dann macht man Schwein springen. Genau. Okay. Genau. Und wir gehen jetzt zu diesem Anker. Zum Anker. Zum Habermaster. Habermama. Und. Habermama. Gehen zu. Hallo? Habermama. Da ist Florida. Ich bin nach Florida. Da ist es schon warm. Ja, das ist das Altenheim von Amerika, oder? Ich glaube, wir müssen zurück. Nicht Grenzland, auch nicht Boston, sondern Davenport Siedlung. Schneller reisen. Bestätigen. Ich finde es so cool mit der Physik von den Gegenständen. Der 14-jährige Radun Hagelun. Jetzt schon tödlicher als sein Vater. Ah, oh, so nein. Würde ich es vielleicht nicht sagen. Nee. Aber jetzt schon tödlicher als manch andere 32-Jährige. Ja. Yeah. Nee, halt, wo muss ich hin? Doch, da oben. Ich muss zu Achilles hoch. Ach ja, stimmt, Achilles. Wir warten durch den Schnee, Wir warten durch den Schnee, über Hindernisse springen, da kriegst du sogar extra eine Anleitung für. Wahnsinn, das ist schwer. Wahnsinn! Oh mein Gott. Oh, ein tiefer Schnee. Ja. Ah, oh, der nervt. Ein bisschen. Musst irgendwie einen Pfad über die Bäume finden, ne? Ja. Oder mich durchqueren. Oder dich durchqueren. Ja, geht beides. Ja. Ich empfehle Boom. Kann er kommen. Habe ich gerade gedacht, weil das gepfiffen hat. Okay. Das ist aber ein lustiges Easter Egg. Und ich will unten durch. Yes. Macht das automatisch oder musst du irgendwas dafür drücken? Also ich habe jetzt B dazu gedrückt, aber ich glaube, er hat das automatisch gemacht. Okay. Okay. Das hat er jetzt auch automatisch gemacht, obwohl ich eigentlich in die Tür gehen wollte. In die Tür? In die Tür hinein. Rein in die Tür. Boah, das, man hat die Geheimtür gesehen. Wow. Peinlich. Wow. Sequenz 5 sind wir schon. Holy crap. Die Rückkehr des verlorenen Sohns. Dieser verlorene Sohn. Haben wir es verlaufen? Keine Ahnung. Willkommen zurück. Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Oh, was ist das? It's a dick in a box. Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Ich habe jetzt nicht richtig hingeschaut. Was war das? Das waren die versteckten Klingen. Ich dachte, die gibt's in dem Teil gar nicht. Doch, klar. Hey, Hilfe! Ich habe eigentlich habe ich ja die Effekte leiser gestellt. Da war der Lukas live dabei. Yep. Ich schaue nochmal nach. Vielleicht kann man den in die Sequenzen nicht einstellen. Optionen. Allgemein. Effektlautstärke ist auf 7, Sprachlautstärke auf 10. Musik. Ah, die Musiklautstärke habe ich nicht leise gemacht. Und die war so laut. Dann machen wir beides auf 8, oder? Ja. Jo. Oh, die Musik so geil ist. Dann machst du halt auf 9.
Dann, der Rest ist damit schon deutlicher zu verstehen, als wenn es immer noch auf 10 ist. Weißt du was? Jetzt habe ich es insgesamt lauter gemacht. Schön. Wahnsinn. Die Tastatur ist cool, gell? Die ist cool, ja. Da wir aber keine Werbung machen möchten, sagen wir nicht welche. Ist ganz sicher nicht die SteelSeries. Ist ganz sicher nicht die Apex. Genau. Ja, ja. Das, was Lukas gesagt hat. Bitte, Hilfe! Er wird sterben! War er? Ja. Wer ist er? Wirst du gleich sehen. Nicht sie, oder? Nee, er. Ja, keine Zeit. Okay. Bitte komm! Ja, wir folgen dir, Godfrey. 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 Ist der Gottfreie? Frey. Nicht Godfrey. Frey. Also, Frey. Frey weiß ich gerade nicht, was es heißt. Habe nichts mit Freiheit zu tun, ne? Nein. Ganz was anderes. Ganz was anderes. Das ist übrigens die erste Davenport-Siedlungsmission. Die wir auch alle machen werden. Surprise, surprise. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Auch ein bekannter Synchronsprecher. Was? Ach komm, das zählt als Wasser. Dummer Wolf. Echt, hey. Oh, gleich die Klingen benutzt. Nicht der Nächste. Ich versuch's ja. Ach, er bleibt da stehen. Nein, tut er nicht. Nicht dauerhaft. Versuch's ja! Nein, das war eine Möglichkeit hier. Da vorne wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Oh, ich bin zu langsam. Biber! Ja! Biber! Biber! Haptisch. Gleich. Yes. Haptisch. Was denn? Gegenteil von optisch. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Wen nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stellen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Woo! Wir waren gerade im Wasser. Ja. Und wir erfrieren nicht. Rettung aus dem Fluss. Was, im Winter erfrieren? Nein. Niemals. Wo man gerade in einem Gebirgsfluss geschwommen ist? Fortschritt ansehen? Okay, was ist Gebirgsfluss? Fluss. Bei Terrys Rettung. Das Terry und Godfrey. Okay. Nicht das Wasser berühren, das hat ja prima geklappt. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Bam, bam, bam. Er spricht in Rätseln. Yeah. Kamerafahrt des Todes. Das, wieso des Todes? Weil die cool ist. Nach Mission mit diesem Symbol ausschalten. Um neue Einwohner zu gewinnen und die Siedlung zu vergrößern. Ah. Wenn sie ihre Siedlung ausbauen, erhalten sie Zugang zu neuen Ressourcen und schalten neue Gegenstände frei, die sie herstellen können. Sehr schön vorgelesen. Danke. Ich gebe mir immer größte Mühe. Hast du gut gemacht. Danke. Ca und Di. Calcium und Diorit? Nee. Steht für ihren Namen. Carla und Catherine, glaube ich. Gnade! Wie sieht es gerade aus? Gnade! Das sind die zwei Frauen von Terry, T.E. und Godfrey. Okay. Ja.
Das heißt, du baust jetzt hier sozusagen deine eigene Siedlung auf, oder was? Ja, richtig. Ja, cool. Meine eigene Siedlung sozusagen. Und das Haus da wird dann sogar noch, wird dann aber auch schöner und voller und ganzer. Das Haus? Nein, dein eigenes. Das, wo... Mein Haus? Achilles drin wohnt. Nee. Das schaut doch nicht anders aus. Nee. Oh man. Vielleicht reparierter. Aber das weiß ich gerade nicht mehr. Ich gehe auf jeden Fall erstmal zu einer anderen Davenport-Siedlungsmission. Yeah. Wie kommen wir da hoch? Das ist doch auf einer Schlucht oben oder so. Schlucht oben. Ich glaube, Assassinen können klettern. Ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Das ist ein bisschen eingerostet, mein Gedächtnis. Du hast das Spiel auch nicht schon zum x-ten Mal gespielt. Das spiele ich gerade zum zweiten Mal durch. Ach so. Ja, Streier habe ich gar nicht so viel gespielt. Vierer habe ich auch bloß einmal durchgespielt, stell dir vor. Naja gut, das ist ja auch noch relativ frisch. Frisch. Relativ. Frisch vom Markt. Oh, was machen die da? Was um alles in der Welt geht denn hier vor? Bitte! Nein! So, ich brauche nämlich meinen Tomahawk. Tomahawk! Das ist die allercoolste Waffe im Spiel. Aua. Nein, du! Nein! Nein! Alter! Wie komme ich aus diesem Griff raus? Das vergessen. So, du bist erstmal weg. Und du. Auch. Was zur Hölle? Na also. Erst wenn beide angreifen. Boah. Ich dachte, den dritten macht das auch noch kalt. Ja, ich zieh dich schon hoch. Keine Sorge. Keine Sorge. Was musst du denn da? Ich hänge hier so ein bisschen rum. Versuch. Mit einer Hand natürlich. Das ist mega schwer, jemanden so hochzuziehen. Hab Dank! Bist du wohl auf? Ich glaube. Es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde. Was wollten sie von dir? Mein Geld. Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach na ja, ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Hoho. Cool. Sind die Stimmen leiser geworden oder irre ich mich? Ich wollte ja nichts sagen, aber... Oh Mann. Lance kann neue Gegenstände herstellen, wie zum Beispiel Truhen und Fässer. Ja, wie cool. Kannst du dann dein Haus einrichten? Nein. Wozu? Wozu braucht man dann Truhen und Fässer? Ja. Erklär's mir. Das klang komisch. Du bist zweit nach vorne gegangen. Ach so. Wieso? Hört man einen Unterschied, wenn ich hier so langsam zur Seite... Oh ja. Oh ja, oh ja. Okay, das ist jetzt sehr interessant. Weil von das Mikro hat nämlich ungefähr so eine Aufnahme. Ah, okay. Radius. Warte, jetzt. Na, da, hier. Und dahinter nimmt es den Schall überhaupt nicht mehr auf. Stop. Weil es ein Kondens- und ein Sato-Mikrofon ist. Entschuldigung. Was der Lukas eigentlich sagen wollte... Er wollte sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß und viel Vergnügen. Und der Lukas sagt jetzt aber trotzdem noch etwas. Meinte ich doch. Lala.